Seit einigen Jahren macht die Polizei Jagd auf Drogenlenker. Offenbar mit Erfolg. Immer mehr verlieren ihren Führerschein, vor allem wegen Cannabiskonsums. Doch eine Unfallstatistik, wie viele Unfälle Kiffer tatsächlich verursachen, gibt es nicht. Auch keinen Grenzwert, wie etwa die 0,5-Promille-Grenze beim Alkohol. Manche fühlen sich zu Unrecht beschuldigt, berichtet Silvia Unterdorfer. Berauscht durch Drogen am Steuer. Ein Test beim ÖMTC zeigt, wie gefährlich das werden kann. Reagiere ich verlangsamt und zu spät, sind die Geschwindigkeiten zu hoch, die Lenkbewegungen kommen zu spät und ich habe keine Chance, auf überraschende Situationen noch entsprechend zu reagieren. Genauso schlimm wie eine verminderte Reaktion ist natürlich auch eine Überreaktion, weil man irgendwie aufgeputscht ist oder sonst was. Überreaktionen verträgt das Auto ganz, ganz schlecht. Autofahren ist so schon schwer genug und jede Art von Beeinträchtigung natürlich erhöht das Unfallsrisiko dramatisch. Planquadrat in Wien. Die Polizei macht Jagd auf Drogenlenker. Mit Erfolg. Genauere Kontrollen mit regelmäßigen Planquadraten haben dazu geführt, dass sich in den letzten Jahren die Zahl der Anzeigen wegen Drogen am Steuer verdreifacht haben. Österreichweit hat die Polizei 2018 mehr als 3000 Drogenlenker erwischt. Wenn Sie einen Verkehrsunfall haben und Sie sind beeinträchtigt dann und das kann nachgewiesen werden, ja, und es sind Leute verletzt worden, dann liegt eine gerichtlich strafbare Handlung vor, Lenken eines Fahrzeuges in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand, fahrlässige Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen, das ist eine entsprechende Strafe. 77% mehr Anzeigen von Drogenlenkern. Hauptsächlich Cannabiskonsumenten, die zum Beispiel eine Hanfmesse besuchen, wo gleich 161 ihren Führerschein verlieren. In einer Nacht 24 Drogenlenker erwischt. Konkret hat mit einem gesprochen. Das Ganze hat so begonnen, dass der Polizist mich gefragt hat, wann ich denn das letzte Mal Drogen konsumiert hätte. Dann habe ich gesagt, dass ich nicht unter Drogeneinfluss bin und nicht Drogen konsumiere, wenn ich Auto fahre. Trotzdem muss der Student zum Polizeiarzt, der eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Suchtmittel und Übermüdung diagnostiziert. Ich erkläre mir dieses schlechte Abschneiden zum Teil dadurch, dass ich eben unglaublich nervös war und zum anderen Teil auch, dass ich vielleicht etwas schlechter dargestellt wurde, als ich wirklich abgeschnitten habe. Fällt fast um, unsicher, zittert, schwankt, verlangsamt. Dem Arzt steht frei, welche der vorgesehenen Tests er für sein Gutachten durchführt. Es fehlen standardisierte Untersuchungsvorgaben. Bis der Blutbefund fertig ist, das dauert meist einige Wochen, hat der Beschuldigte keinen Führerschein. Es gibt in Österreich keine Grenzwert. Das heißt, wenn der Amtsarzt zum Ergebnis gelangt, dass jemand beeinträchtigt sein könnte durch THC, und es bestätigt sich auch im Blutbefund, dass Wirkstoffe von THC nachgewiesen werden, dann ist das die Rechtslage. Der Blutbefund zeigt keine Spuren von Rauschgift, auch nicht von THC. Der Wirkstoff von Cannabis. Nur ein Abbauprodukt, das nicht psychoaktiv wirkt. Auf Rügen vom Anwalt hat dann der Amtsarzt seine Meinung geändert und ein Nachtragsgutachten zum eigentlichen Gutachten beigebracht, wo dann drinnen stand, dass ich doch nur übermüdet war. Ähnliches hat Markus Winter erlebt, als er eines Nachts auf seinem Fahrrad in eine Polizeikontrolle gerät. Also es hat erst einmal damit begonnen, dass sie einen Alkoholtest bei mir gemacht haben. Der war negativ. Daraufhin haben sie dann gesagt, es ist verdächtig, dass ich keinen Alkohol getrunken habe um 1 in der Früh, wenn ich von der Arbeit komme. Deshalb könnte es ja sein, dass ich gekifft habe. Daraufhin hat mich der Amtsarzt dann zu diversen Tests gebeten, also quasi so einen Fingertest und auf einem Bein stehen und Gleichgewicht halten und so. Und das hat ihm danach dann ausgereicht, dass er gesagt hat, ich würde unter Drogen stehen. Doch der Blutbefund ergibt rein gar nichts. Daraufhin habe ich dann einen Brief geschrieben, gemeinsam mit meinem Anwalt, und quasi Einspruch erhoben. Daraufhin haben sie gesagt, ich wäre übermüdet gewesen. Also ich meine, erst einmal muss man sagen, wie kommen die dazu, mir so einen Brief zu schreiben, dass ich durch Suchtgift beeinträchtigt bin, wenn es nicht stimmt? Und zweitens, warum schwenkt man dann um auf Übermüdung,
wenn man vorher quasi in dem Gutachten schreibt, die Person wäre hyperaktiv und wäre aufgeregt. Am meisten ärgert mich, dass eigentlich das Ganze auf eine Art von Willkür hindeutet. Weil quasi, ich mache diesen Alkoholtest, ich blase 0,0. Dann behaupten sie, ich würde unter Drogen stehen. Machen sie diesen Bluttest, ist alles negativ. Und dann sagen sie, du warst zu müde. Und das ist halt etwas, das einfach nicht messbar ist. Martin Winter und sein Anwalt gehen vor Gericht. Die Klage wegen Radfahren unter Drogen wird fallen gelassen. Übrig bleibt eine Strafe von 390 € wegen Müdigkeit, die nach Einspruch auf 50 € gesenkt wird.